Es geht für das SEO-Thema SEO für Brands. Dieses Thema habe ich schon auf der SMX im Frühjahr gehalten. Die Präsentation ist leicht modifiziert für euch, ein bisschen aktueller gemacht mit aktuelleren Beispielen etc. Also wer bei der SMX schon dabei war bei dem Vortrag, der wird jetzt nicht viel Neues erfahren. Nur für dafür. Ich glaube, dann starte ich jetzt einfach mal rein. Ich glaube, vielleicht die meisten werden mich wahrscheinlich kennen. Ja, mein Name ist Olaf Kopp, habe Aufgesang mit gegründet, bin Head of SEO bei uns, Chief Business Development Officer, bin ziemlich aktiv, habe zwei eigene Podcasts mit dem OM Café, mit dem Markus Höfner zusammen und dem Gino und Wagner, den Content Kompass. Schreibt wahnsinnig viel, ziehe ich mal gerne andere sprechen. Hier gibt es so ein paar Kollegen, die haben sich zu meiner Arbeit für die Branche, die ich seit über 10 Jahren tue, geäußert. Wir als Agentur bieten die volle Palette von Performance Marketing über SEO, über Content Marketing, Public Relations und 360-Grad-Marketing an. Aufgesang bietet halt die komplette Palette einmal an, was man heute im Online-Marketing eben tun sollte und in der Online-Kommunikation. Und wir versuchen das auch alles miteinander zu verzahnen. Deswegen steige ich jetzt hier mal ins Thema ein. Und zwar Marken und SEO erstmal was Grundsätzliches. Also ich hör immer wieder, dass wo dann so die großen Cases rausgeholt werden von den Kollegen, dass irgendwelche großen Marken, wer wird dann aufgezeigt, wie schlecht sie SEO machen und dass sie ja ganz viel SEO-Potenzial noch haben und ganz viel falsch machen im SEO. Also mal ganz ehrlich, also die großen Marken, ich spreche da wirklich von den wirklich großen Marken Airbnb oder einen Mercedes etc., da ist SEO nice to have. Ob die nun gutes SEO machen oder nicht, ich glaube, an den Unternehmenszahlen wird sich bei denen nicht viel ändern, muss man ganz ehrlich sagen. Aber diese großen Marken, für die ist SEO nicht unwichtig und gerade wenn es um deren Markentraffic geht, ist SEO halt extremst wichtig und darauf will ich heute so mal ein bisschen drauf eingehen, warum große populäre Marken wahnsinnig viel Potenzial haben, was sie sehr schnell schöpfen können, also ohne groß irgendwie SEO-Wissenschaft betreiben zu müssen und das will ich mit euch kurz mal heute durchgehen, die wichtigen Punkte, die ich da sehe. Und zwar, ich glaube, dass große Marken sich in erster Linie oder was heißt große Marken, populäre Marken, bekannte Marken, bestimmt Bekanntheitsgraden, sollte man sich auch vor allen Dingen auf die Themenfelder konzentrieren, wo offensichtlich erstmal diese Unternehmen und diese Domain, also die Domain des Unternehmens, gute Rankings schon hat in den Themenfeldern, beziehungsweise wo man erkennen kann, dass Google sie in diesen Themenbereichen auch irgendwie vorne mit dabei haben will, aber eben noch nicht ganz vorne, weil sie eventuell noch nicht die relevanten Dokumente bereitstellen. Und ganz wichtig, und sie sollten vor allen Dingen ihren Brand-Traffic sichern. Damit meine ich, diese populären Marken, die bekommen ja so viel Brand-Traffic oder markenorientierten Traffic oder produktorientierten Traffic, tagtäglich und monatlich auf ihre Seiten, dass Und diese, gerade der Brand Longtail ist da halt wahnsinnig spannend, weil in diesem Brand Longtail ist es oft so, dass diese Marken eben noch keine relevanten Dokumente für diesen Brand Longtail bereitstellen und deswegen der Nutzer auch nicht gut aufgefangen wird, beziehungsweise es teilweise auch Affiliates gelingt, vor diesen Markenseiten dann zu ranken. Da habe ich einige Beispiele nachher mitgebracht. Aber zuerst mal zum ersten Punkt. Also Google versucht halt immer mehr Unternehmen und deren Websites irgendwie in eine thematische Schublade zu stecken und dann eben dementsprechend sie ERT-mäßig einzuordnen, weil ERT bezieht sich immer auf bestimmte Themenfelder laut Google. Und wenn ich in einem Themenfeld eher hinsichtlich ERT einen gewissen Schwellenwert habe, dann fällt es mir einfacher mit meinen Dokumenten dann auch für die Keywords zu diesem Themenfeld gehören, dann auch eben auch zu ranken. Und Google sieht das Thema Marken auch eher als Vorteil als Nachteil beziehungsweise als Chance. Und zwar hat Eric Schmidt, der ehemalige Ex-Google-CEO 2008, den Spruch oder den Satz gebracht: Brands are the solution, not the problems. Brands are how you sort out the chess pool. Also wie man Brands helfen dabei, zwischen diesem ganzen Müll, der teilweise da im Internet so sich rumtreibt und auch von Google indexiert wird, weil Google das erstmal nicht unterscheiden kann. Eine Brand hilft halt dabei, sich daraus abzuheben.
Und daraufhin gab es dann 2009 auch das erste brandrelevante Update von Google, und zwar das Brand Update, offizieller Name Google Wins Update, wo Google dafür gesorgt hat, dass für Brandbegriffe, man, also für die Exact Match Brandbegriffe, man es nicht mehr möglich war, wenn man nicht selber die Brand ist, bei Google vorne auf 1 zu ranken. Das hat Google durch das Wins Update eben geschafft, und sie haben auch angefangen, sie haben schon eine Art Vorstufe zu EAT eingeführt, dass wir geguckt, versucht schon geguckt haben, die Marken und Unternehmen irgendwie thematisch einzuordnen und da so einen Markenfaktor da auch schon ein bisschen mit für generische Keywords mit reinzubringen. Und wenn wir von Marken sprechen, dann sprechen wir immer von vier Markeneigenschaften in erster Linie, von Popularität, von Expertise, von Autorität und Vertrauen. Bei Expertise, Autorität und Vertrauen, / Trust, kommen wir ruckzuck zum Thema EAT, und im Endeffekt sind die vier Eigenschaften, Markeneigenschaften, halt ein Zeichen für eine gewisse Qualität. Und immer wenn Google von Qualität spricht, ist meistens auch EAT gemeint. Das ist mir zumindest aufgefallen. Oft, wenn sie von Qualität sprechen, sprechen sie eigentlich von EAT, weil das eben deren Markenkonzept ist. Und wenn man mal überlegt oder wenn man mal beobachtet, auf was oder was Google sagt, aber was ich auch nach meiner Erfahrung beobachten konnte, hat EAT auf mehrere Bereiche einen Einfluss. Einmal auf die klassischen Rankings oder die Rankings in der klassischen Google-Suche. Dann glaube ich aber auch, dass EAT einen Einfluss auf die Einblendung von Rich-Snippet-Elementen hat, also Review-Sterne, FAQ-Snippets, also alles, wo man noch mehr Fläche und mehr Aufmerksamkeit in den SERPs bekommen kann. Auch die Einblendung von Featured Snippets, glaube ich, dass nicht jede Domain mit ihren Inhalten ins Featured Snippet kommt. Ich glaube, da spielt EAT auch eine Rolle, also ist, wie gesagt, eine Vermutung. Die Einblendung von Sitelinks, also die blauen Links, oder wenn man direkt nach einer Marke sucht, diese ganz großen Sitelinks, die haben auch was mit EAT zu tun, nach meiner Meinung. Und laut Google auch, die Ausspielung in Google Discover und Google News hängt auch eng mit EAT zusammen. Und wir haben in letzter Zeit oder in den letzten ein, zwei Jahren öfters gesehen, dass immer wieder mit Indexierungsproblemen zu kämpfen wurde. Ich glaube auch, dass Google spricht auch immer mehr davon, dass sie nur qualitativ hochwertige Inhalte oder Seiten indexieren wollen. Und alles andere, also den Rest der Jauchegrube, sage ich mal, um das Zitat von Eric Schmidt nochmal aufzunehmen, um das eben nicht in den Index mit aufzunehmen. Also könnte EAT auch einen gewissen Einfluss auf die Indexierung haben. Also immer in dem Kontext, man kann es ja ahnen, und wenn man das so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann kann man ja ahnen, dass EAT auch einen Einfluss auf die Indexierung hat. Ich glaube, und wenn wir von EAT sprechen, sprechen wir auch immer automatisch von diesen Your Money, Your Life-Themen. Ich glaube da, dass bei nicht Your Money, Your Life-Themen EAT auch eine Rolle spielt, aber eben eine genauso starke Rolle, sage ich mal, wie die typischen Relevanzmetriken, wie zum Beispiel TF-IDF oder ich sag mal, welche Keywords ich verwende, also welche ist ein Keyword im Titel drin, in den Überschriften etc. Also die typischen klassischen Ranking-Faktoren, die dann für die Bewertung der Dokumentenrelevanz rangezogen werden, die sehe ich da auf einer Augenhöhe mit EAT. Und wenn es aber um die Your Money, Your Life-Themen geht, dann ist EAT schon so eine Art Gatekeeper. Und wenn ich einen gewissen EAT-Schwellenwert nicht überschreite bei solchen Themen, dann wird mich Google, egal wie gut mal hoch meine Dokumentenrelevanz ist, also wie gut mein Content ist, wird mich Google da auch nicht nach vorne lassen. Das ist so mein Eindruck von der ganzen Sache. Ich will jetzt nicht zu viel in die Sache EAT jetzt einsteigen oder in die Tiefe. Ich werde das so sehr oberflächlich behandeln. Da gibt es schon genug andere Videos und Beiträge von mir, wo ihr dann in die Tiefe gehen könnt hinsichtlich EAT. Ich habe da ja ziemlich viel zu publiziert, geschrieben und aufgenommen und war in verschiedenen Podcasts und Videoformaten ja auch zu Gast. Aber wichtig ist nochmal zu verstehen, dass EAT sich zum einen auf eine Autorenebene angewandt werden kann, als auch auf einer Domain- bzw. Unternehmensebene. Und Google kann halt verschiedene Profile und Websites, gerade bei Personenprofilen spielen halt so, oder bei Personenentitäten oder bei Autoren zum Beispiel, spielen halt vor allen Dingen gewisse Autorenprofile oder Social-Media-Profile oder Speaker-Profile meinetwegen auch eine Rolle, damit Google versteht, ist das hier eine Person, bei der es sich um eine Person mit Autorität und Expertise und damit auch Vertrauenswürdigkeit handelt.
Das Gleiche kann sich aber Google auch für Unternehmensprofile etc. raussuchen. Und eben natürlich die Website selber des Unternehmens oder des Autors ist dann natürlich auch eine interessante Quelle. Dann zusätzlich eventuell noch Wikipedia-Beiträge, Einträge, irgendwelche Interviews, Videocontent, wo die jeweilige Entität dann auftaucht, Fachartikel, News, Podcasts und dann eben diese natürlich in der Verbindung auch Brand-Mentions, Kundenstimmen, Best-of-Listen, Auszeichnungen, Awards könnten alle eine Rolle spielen, wenn es um ERT geht. Ich bespreche da meistens im Konjunktiv, weil Google da selber ja nicht so viel zu sagt, irgendwie was da jetzt mögliche ERT-Signale gibt. Sie haben eigentlich nur gesagt, dass Links eins der Signale ist, die sie bei ERT mit reinbeziehen. Es ist die einzige offizielle Aussage zu den wirklichen Signalen, die bei ERT mit einbezogen werden. Genau, das ist nochmal so eine Einschätzung, dass ich denke, wo halt Google, ist nochmal eine Zusammenfassung, wo ich denke, dass Google die verschiedenen Dinge halt nutzen wird, um eine ERT-Bewertung anzuwenden. Und hier ist es halt wichtig, dass man immer für Google schnell erkenntlich dann eben auch seine Profile und seine Dokumente und alles, was man so im Netz publiziert, auch schnell für Google verknüpfbar mit einem selber macht. Sei es mit meinem Unternehmen oder mit meiner Marke. Und dass man eben Google zum Beispiel über Verlinkungen, dass man auch direkte Links setzt zu den unterschiedlichen Quellen und Profilen, dass Google halt schneller die Zusammenhänge erkennen kann und die Beziehungen erkennen kann. Um dann eben, ja, je eindeutiger Google eben die Positionierung eines Unternehmens, Autors, Publishers identifizieren kann, desto leichter wird es mit dieser Entität verknüpften thematischen relevanten Inhalte zu ranken. Halt, ich sollte halt wie überall in der Suchmaschinenoptimierung darauf achten. Da ist als erstes, wenn ich nach meiner Brand google und die Sitelinks werden eingeblendet, sowas wie man es hier bei Allianz und Rossmann zum Beispiel sieht, dann sieht man zum einen, dass Google diese Entität, also Allianz oder Rossmann, schon mit einer Domain verknüpft hat und sagt, das ist wohl die Hauptrepräsentanz dieser Entität im Netz. Und deswegen gebe ich dir auch so viel Platz in den SERPs dann mit diesen extra großen Sitelinks hier. Ein anderer Hinweis kann sein, dass ich in der Autosuggest-Funktion schon als Entität mit Logo quasi aufgenommen bin, wie hier in diesen Beispielen. Oder bei Google Trends geht Google halt schon so weit, dass man dann auch sehen kann, zu welchem Entitätstyp diese Unternehmen und diese Marken im Endeffekt gehören. Und klar, die Einblendung des Knowledge Panels zeigt mir ganz klar, dass ich im Knowledge Graph aufgenommen bin als Entität. Sobald ich dann so eine Box habe, nicht zu verwechseln mit den Google Business Boxen, die sind noch ein bisschen was anderes. Das beruht nämlich nicht auf dem Knowledge Graph, das ist ein eigener Index. Aber wenn diese Knowledge Graph Panel erscheinen, die erkennt man hier an diesem Teilen-Symbol, dann ist es ein klares Zeichen, dass ich für Google auch schon eine relevante Entität bin. Und den Eintrag im Knowledge Graph selber kann man ja über die Knowledge Graph API sich angucken. In der Regel, wenn ich hier was finde, kriege ich in der Regel auch ein Knowledge Panel angezeigt. Ja, und hinsichtlich Popularität kann man natürlich im klassischen Keyword Planner gucken, wie viel Nachfrage denn nach meiner Brand da ist. Ne? Und man kann sich vor allen Dingen, interessanterweise, kann man sich ja immer auch ins Verhältnis zu anderen Brands setzen, die in meiner Branche aktiv sind, was meine Popularität und was meine Bekanntheitsgrad Grad angeht. Und das ist dann eben auch ganz spannend anzugucken. Genau, zusammengefasst, Hinweise für eine digitale Marke bei Google, Einblendung von Sitelinks bei Brandsuchanfragen, Einblendung der Entität bzw. Marke bei Google Suggest, Google Trends, Einblendung eines Knowledge Panels bzw. Vorhandensein im Knowledge Graph, Suchvolumen der Brand und Navigational Keywords, also wenn ich ein gewisses Suchvolumen habe, dann wird Google auch versuchen rauszufinden, was bin ich denn hier, was ist das denn für ein Unternehmen, für eine Marke, für Entität, weil dann werde ich ja erstmal richtig interessant. Beim kleinen Suchvolumen nach meiner Marke, also oder wenn da Null steht, dann ist das für Google vielleicht nicht so dringlich, das Bedürfnis, mich als zu identifizieren und die Bedeutung hinter mir rauszufinden. Und mehrere Rankings für ein Shorttail Keywords eines Themenclusters, also wenn ich für hochvolumige Keywords eine Top-Ranking-Position habe, dann kann ich davon ausgehen, dass auch für Neben-Keywords und Longtail-Keywords in diesem Segment die Ranking-Chancen ganz gut sind. Und Mehrfach-Rankings. Teilweise sieht man ja zu einem Keyword, dass manche Domains zwei Suchergebnisse haben bei generischen Keywords auch. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass Google mich da irgendwie omnipräsent mit da vorne dabei haben will.
spannend zu betrachten sind auch die sogenannten Brand SERPs. Einfach mal nach der eigenen Marke googeln und gucken, was Google da insbesondere auf der ersten Seite dann so alles anzeigt. Meistens findet man da dann ein Knowledge Panel, die markeneigenen Domains, einen Wikipedia-Eintrag bei gewisser Relevanz oder Größe, Google News Boxen eventuell, wenn über die Marke auch berichtet wird, markeneigene YouTube-Kanäle, Social Media Profile, Branchenbucheinträge, Bewertungsportale. Das sind so die typischen Bestandteile einer Brand SERP und bei einer Personenentitäten dann eben auch Autorenprofile und Speakerprofile. Wenn man zum Beispiel nach Olaf Kopp googelt, tauchen sehr viel Social Media und Speaker und ein OMT-Profil taucht da, glaube ich, auf von mir. Und ja, für die verschiedenen Profile halt, und das zeigt halt ziemlich genau, wie Google versucht halt anhand dieser Profile oder welche URLs und was für Arten von Content halt hinsichtlich meiner Entität halt spannend und interessant für Google sind. Ja, und meine Empfehlung, fokussiere dich als populäre Brand im ersten Schritt auf deine Brand und Navigational Keywords. Das klingt jetzt erstmal irgendwie so, Brand? Also die werden ja oft verschmäht, die eigenen Brand und Navigational Keywords, wo man sagt, ja, dafür ranke ich ja gegoogelt wird, ist das kein positiver Sentiment. Das ist eher also keine positive Stimmung, sondern eher eine negative Stimmung. Und dann sollte ich mir das auch genauer angucken, weil dann habe ich wahrscheinlich ein Reputationsproblem. Weil die Leute sind skeptisch und nicht sicher, ob sie bei mir irgendwas kaufen sollen oder eine Dienstleistung in Anspruch nehmen sollen. Und deswegen googeln sie dann nach Marke plus Erfahrung. Das ist eigentlich immer ein schlechtes Signal, wenn sowas da auftaucht. Und als Markenverantwortlicher sollte mir das dann halt auch genau angucken. Und wer nutzt erstmal Brand- und Navigational-Suchanfragen? Das sind in erster Linie Kunden und potenzielle Kunden, klar, aber eben auch Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter, also mögliche Bewerber, Wettbewerber googeln mich gegebenenfalls, aber auch Multiplikatoren, Journalisten, Aktionäre etc. Und aus diesen unterschiedlichen Perspektiven sollte ich auch immer meine, zumindest die ersten Top 20 Suchergebnisse meiner Marke mal angucken, weil die meisten, wenn man etwas über eine Marke und ein Unternehmen herausfinden will, egal in welchem Kontext jetzt, sind die ersten Top 20 Suchergebnisse der Quell, wie jemand meine Marke wahrnimmt und aufnimmt. Deswegen wahnsinnig spannend. Und wenn man für generische Keywords dann gefunden werden will, dann sollte man sich auch mit den Marken-Themenkombinationen beschäftigen. Da kann man zum Beispiel entweder die Search Console hernehmen oder den Keyword Planner und einfach mal gucken, okay, mit welchen Begriffen wird meine Marke in Verbindung gesucht? Zum Beispiel bei Zara sehen wir hier, dass Zara Kleider wird 22.200 Mal gesucht, was nicht wenig ist. Zara Blazer, Zara Lederjacke, Zara Winterjacke. Und das ist deswegen so spannend, weil Google natürlich erkennt, in welchen Kontexten ich häufig gesucht werde und mir dadurch natürlich hinsichtlich ERT auch anscheinend wahrscheinlich daraus ableiten wird, es suchen viele Menschen nach Zara Winterjacke, also wird ja Zara wahrscheinlich ein Anbieter für Winterjacken sein, den ich da irgendwie vorne mit dabei haben will. Gleich hier nochmal für H&M. H&M wird oft mit Umstandsmode in Verbindung gebracht, mit Jeans, mit Umstandshosen, mit Jogginghosen, mit Mädchenkleidern und. Und ich finde diese, ich als SEO-Verantwortlicher bei einer populären Marke würde mir als allererstes immer erstmal diese Begriffe angucken, weil dann kann ich auch daraus schließen, auf welche generischen Keywords ich eventuell gehen würde. Ich würde dann wahrscheinlich als erstes mir die Keyword-Cluster raussuchen, wo die in Verbindung mit meiner Marke schon häufig gesucht werden und dann relevante Dokumente dazu produzieren. Man kann auch in anderen Trick machen bei dem Keyword Planner, das ist so ein kleiner Hack, wie man den so ein bisschen missbrauchen kann, um rauszufinden, für welche generischen Keywords man eventuell noch EAT besitzt, eine gute EAT-Bewertung besitzt. Wenn man jetzt zum Beispiel, man kann ja beim Keyword Planner einmal mit den Keywords beginnen, man kann aber auch mit einer Website beginnen. Und wenn man dann hier Zalando.de oder irgendeine andere Domain mal eingibt und damit den Keyword Planner füttert, dann wird einem ja eine Keywordliste ausgegeben. Und wenn man dann die brandbezogenen Keywords einfach mal rausfiltert, dann bekommt man nämlich eine Ansicht im Keyword Planner von generischen Keywords, aber ohne diese Brand, aber nach einer gewissen Relevanz sortiert. Und diese Relevanz muss ja irgendwo herkommen. Und hier ist die Annahme, dass Zalando
oder die Domain Zalando irgendwie in einem semantischen Relevanzbeziehung zu diesen generischen Begriffen steht, die wir dann hier in der Reihenfolge sehen. Zum Beispiel Straight Leg Jeans Herren Schwarz, Jeans Herren Straight Leg, Herren Leder Flip Flops etc. Wenn man sich dann mal die Position anguckt, für was Zalando rankt, dann gibt es da eine ziemlich hohe Überschneidung zwischen diesen generischen Keywords und diesen Begriffen, für die diese Domain auch gut rankt. Ob das nun Zufall ist, ich glaube es eben nicht. So, das war das ganze Thema ERT. Und jetzt kommen wir nochmal zu das Thema Brand Traffic sichern. Das ist ein bisschen einfacher zu greifen, glaube ich, als das ganze ERT-Thema, weil es doch sehr, sehr offensichtlich ist, was bei manchen Brands da auch schief läuft. Und da habe ich mal ein paar Beispiele. Und zwar haben wir hier ein Beispiel, wenn wir als großer Shop, der eigentlich im B2C-Segment tätig ist, aber auch für seine B2B-Kunden, also für die Handelspartner zum Beispiel, einen B2B-Shop anbieten, dann machen viele Online-Shops den Fehler, dass sie kein relevantes Dokument für solche Suchanfragen wie zum Beispiel hier in dem Fall Händler-Login Tamaris anbieten. Da rankt dann zum Beispiel hier irgendein irrelevantes Suchergebnis, also Wortmann ist die Mutter, ist das Mutterunternehmen quasi von Tamaris. Und da kommt man nur auf so eine Kontaktseite. Also man wird hier nicht richtig mit dem Suchergebnis der Wortmann-Gruppe nicht richtig gut abgefangen, wenn jemand eigentlich zum B2B-Shop von Tamaris kommen will. Dann rankt hier von Jana Schuss der B2B-Shop. Die Kollegen von Tamaris haben es besser gemacht. Die haben eine eigene Landingpage. Falls jemand nach B2B-Händler-Shop sucht, aber er will ja nicht zu Jana, er will ja zu Tamaris oder so. Dann geht das als nächstes. Dann rankt hier der normale B2C-Shop von Tamaris. Und sprich, er wird durch die ersten drei Suchergebnisse gar nicht so richtig abgefangen, der Nutzer, so wenn er mit seiner Suchintention. Und dann kommen hier interessante Ergebnisse an Position 4 und 5. Und wenn man da mal draufklickt bei den beiden Kollegen hier, empowermentopportunities.com und logmein.live, dann wird einem schnell bewusst, dass das irgendwelche Affiliates sind, die diesen Markentraffic abgreifen wollen. Und hier kann man fast nur auf Werbung klicken von der Seite. Und natürlich mit dem Traffic versuchen sie halt Geld zu machen, indem sie Werbung halt auf diesen Seiten platzieren. Aber hier, es ist halt nicht besonders förderlich für jemanden, der Händler-Login Tamaris, wer danach sucht und dann auf so ein Ergebnis kommt. Das ist nicht besonders förderlich, auch für mich als Marke nicht in dem Sinne. Und die müsste man hier eigentlich, den dürfte man eigentlich gar keinen Traffic schenken. Das ist halt schade. Ein anderes Beispiel ist auch, wenn man zum Beispiel nach Wortmann-Händler-Login sucht, dann kommt hier am 1 erstmal ein fremdes Unternehmen, was auch Wortmann heißt, aber eigentlich ein IT-Dienstleister ist. Hier haben wir wieder diese viel weniger Klicks auf diese Affiliate-Seiten gehen. Anderes Thema sind Gutscheincodes. Also es gibt ganz viele Portale, also solche typischen Affiliate-Portale wie Allcodes, Rabattcat etc., die sich darauf spezialisiert haben, genau diese Suchanfragen zu besetzen, die mit Coupons und Gutscheincode etc. zusammenhängen. Und wenn ich jetzt nach Fantasy-Welt, das ist ein großer, in der Rollenspielwelt und in der Spielwelt ist das ein großer Shop. Der ist, glaube ich, der bekannteste Shop für Rollenspiele und Spiele in Deutschland. Und da setzen sich dann natürlich Affiliates rauf, weil sie diesen Markentraffic haben wollen und gehen auf Keywords in Kombination mit Coupon, Gutscheincode etc. Und das machen sie halt alles auch nur, um eben diesen Brandtraffic abzugreifen und sind im Endeffekt auch nur sogenannte Brandtraffic-Diebe. Und ja, Affiliates lieben es halt, sie lieben es immer noch. Es ging früher vor diesem Wins-Update noch viel besser, weil da haben sie sehr viel mehr Markentraffic noch abgreifen können. Aber es gibt immer noch Nischen, wo sie sich platzieren können und damit den großen Marken dann so ein bisschen was von ihrem Markentraffic klauen, um den dann in irgendeiner Form zu monetarisieren. Noch ein paar Beispiele, auch die Großen machen es nicht viel besser. Wir haben hier dieses, was ich vorhin schon angesprochen habe, Amazon-Erfahrungen. Wenn ich nach Amazon-Erfahrungen google, also da scheint jemand unsicher zu sein, ob er bei Amazon etwas kaufen will oder nicht. Und er gibt Amazon-Erfahrungen ein und hier von Amazon selber ist hier weit und breit nichts zu sehen bei dieser
eigentlich ein Navigational Search, könnte man schon sagen. Ne? Hier ranken immer nur irgendwelche Portale, wo ich keine Kommunikationshoheit drüber habe und ich sehe hier gleich das erste Ergebnis, hat hier gleich eine negative Wertung. Gleich auf den ersten Blick kriege ich einen negativen Sentiment in Bezug auf Amazon. Und dann hat Amazon ein eigenes Produkt irgendwie oder eine eigene Dienstleistung. Ich weiß gar nicht genau, was Amazon Flex jetzt genau ist. Amazon Flex scheint irgendwas eine Fahrdienstleistung zu sein, irgendwie aus dem Logistiksegment von Amazon. Und hier Amazon Flex Erfahrungen, hier ist auch nichts von Amazon zu sehen. Sprich, sie geben hier dieses komplette Feld und bei diesen Suchanfragen an irgendwelche anderen Portale frei, ohne selber die Kommunikationshoheit in die Kommunikationshoheit zu kommen. Und gerade diese Suchberichte sind aus Suchanfragen sind aus Reputationssicht wahnsinnig spannend und wahnsinnig wichtig vor allen Dingen. Und wir sehen, dass nicht wenig Leute nach Amazon Flex Erfahrung suchen. Da sind immerhin mehr als 2400 Menschen im Monat, weil hier noch andere im Longtail, noch andere Dinge dazukommen, andere Suchanfragen. Edeka, anders bei, auch wenn man nach Edeka Smart Erfahrung sucht, Edeka Smart scheint irgendein Mobilservice zu sein, dann kann man wohl Mobilverträge bei Edeka abschließen, wusste ich vorher auch nicht. Und wenn man nach Edeka Smart Erfahrung googelt, sieht man hier auch gleich ein negativer Sentiment, gleich doppelt, nur 2 Sterne. Und auch Edeka überlässt die SERPs auf der ersten Seite bei diesen Suchanfragen komplett irgendwelchen Portalen, wo sie gar keinen Einfluss drauf haben, wie da die Bewertungen ausfallen. Naja. Dann haben wir, das zieht sich einmal im Endeffekt durch, also die wenigsten Brands scheinen da gut aufgestellt zu sein. Hier haben wir noch ein Beispiel, Rewe Lieferservice-Erfahrung, sieht es genauso aus. Ne? Da auch wieder negativer Sentiment, hier unten sieht es ein bisschen besser aus und dann, naja, gut, selbes Spiel. Und alles doch relevante Suchvolumengrößen auf jeden Fall auch. Ich sehe, dass die Marke selber relativ einfach sichern können sollte. Und wenn ich nach Mercedes Kombi suche, es findet hier von Mercedes selber erstmal nichts statt. Und wenn man sich mal anguckt, das Einzige, was rankt, aber das auch, glaube ich, am Ende der ersten Seite erst, ist dieser Eintrag. Man sieht hier ziemlich deutlich, Google will Mercedes unbedingt eigentlich vorne mit dabei haben bei Mercedes Kombi, aber die Dokumente, die sie bisher erstellt haben, die Inhalte sind nicht relevant optimiert oder erzeugen keine Relevanz, beziehungsweise sind nicht optimiert auf diesen Suchbegriff. Hier ist die Mercedes-Benz Klasse T-Modell. Ja, wenn man weiß, dass das T-Modell vielleicht ein Kombi ist, dann hilft mir das vielleicht weiter. Aber wenn ich jetzt das jetzt nicht auf den ersten Blick weiß, dann werde ich da auch nicht draufklicken, weil hier wird mir nicht weitergeholfen, wenn es um die Suchanfrage Mercedes-Kombi geht. Deswegen rankt dieser Blog auch nur am Ende der ersten Seite und eben überlässt den Platz hier oben den anderen Portalen. VW macht es auch nicht viel. Sind mit ihrer AT-Seite in Deutschland besser optimiert für den Begriff und ranken vor der deutschen Seite, der deutschen Kollegen. Auch irgendwie eigentlich ein Unding. Ne? Aber da sieht man halt, dass da auch ziemlich viel verschlafen wird. So. Wer es gut macht, ist Renault. Die machen es richtig. Renault, wenn ich nach Renault Kombi google, dann kommen mir gleich die von der Renault eigenen Domain, der deutschen Domain, kommen mir gleich 3 Suchergebnisse. Einmal die Pkw-Typenseite und dann eben hier unten extra für die Begriffe optimierte Dokumente. Dann haben wir hier Netflix, Horrorfilme Netflix. Da rankt Film.at vor Netflix. Und es ist nicht besonders schwer, für Netflix, für Horrorfilme Netflix zu ranken. Aber Netflix hat eben nur ein Dokument gemacht und hat es genannt im Seitentitel furchteinflößende Filme. Warum nennen sie es nicht Horrorfilme irgendwie? Naja, wieder so ein Beispiel, wo eben einfach verpennt wird, den Markentraffic irgendwie zu sichern. Das ist ein Kunde von uns, L'Occitane. Wenn man nach L'Occitane Handcreme sucht, dann haben wir hier einen 4er-Block zum Beispiel, den wir dann platziert gekriegt haben. Und hier werden keine Klicks, wenn diese 4 Suchergebnisse von der L'Occitane-Domain vorne ranken, werden da auch ziemlich wenig Klicks dann auf die nachfolgenden Suchergebnisse gehen. Genau, so, eben, ganz wichtig, Brand-Traffic sichern, weil das sind eben diese Low-Hanging-Fruits, die wahnsinnig einfach sind zu sichern.
und wo man eigentlich erstmal die Früchte sich abholt, die unser Marketing und unsere Kommunikation, unser Branding jahrelang halt gearbeitet und gekämpft wurde irgendwie, dass Menschen bestimmte Suchanfragen dann in Suchmaschinen eingeben. Und wenn wir dann diesen Traffic einfach verschenken an irgendwen oder den Nutzer nicht zufriedenstellen, wäre das halt schade. Was noch eine Art Low-Hanging-Fruits, aber auf was man sich dann, nachdem man sich damit beschäftigt hat, kann man sich als populärere Marke auch noch damit beschäftigen, wer beantwortet denn die Fragen in diesen ähnlichen Frageboxen? Wer beantwortet denn eigentlich die Fragen zu meiner Marke? Und interessanterweise beantwortet anscheinend nicht, werden die Fragen zu DHL in diesem Beispiel von DHL selbst nicht so gut beantwortet wie zum Beispiel von Focus.de. Und plötzlich gebe ich wieder meine komplette Kommunikation zu Fragen, die sich auf meine Brand beschäftigen, gebe ich ab an irgendwelche anderen Portale. Und ich finde, alles, was unsere Marke betrifft, sollte in unserer Hand liegen und in unserer Kommunikationshoheit liegen, solange es möglich ist. Dann haben wir hier zum Beispiel VfB Stuttgart Trainer. Dort rankt auch Sport.de vorne und von der eigentlichen VfB-Seite ist nicht viel zu sehen. Und auch bei den Fragen zu VfB Stuttgart beantworten halt andere Portale die Frage und nicht die markeneigene Seite im Endeffekt. Ja, zum Abschluss nochmal zusammengefasst, die Tipps, die ich da euch auf jeden Fall mitgeben will. Sichere deinen Brand- und Navigational-Traffic, indem du Landingpages zur Beantwortung von Suchanfragen bezüglich deiner Marke beantwortest und optimiere die Seitentitel dieser Landingpages gemäß Suchintention, um halt nicht die Klicks zu verlieren an irgendwelche Affiliates und an irgendwelche anderen Portale. Schaffe neuen Content oder optimiere bestehende Inhalte zu Themenfeldern, in denen die Nutzer bzw. Google dich bereits als Autorität und Marke wahrnimmt. Beantworte Fragen deiner Nutzer bezüglich deiner Brand auf deiner Website. Und damit bin ich jetzt durch. Hier gibt es noch eine Checkliste zum Thema EAT bei uns auf der Website. Könnt ihr über den QR-Code gehen. Vielleicht postet Philipp sonst, Nils da eventuell auch nochmal den Link zu dieser Checkliste. Es gibt zum Thema EAT, habe ich eine Infografik veröffentlicht, welche Signale denn bei EAT mit reinspielen können. Ja, jetzt wäre noch Zeit für Fragen. Wir haben jetzt hier auch noch eine Frage. Und zwar, eigentlich geht es nur um ein Add-on, nämlich welches du da nutzt, Folie Mercedes-Kombi, in der URL, die bunte Kreis mit der Zahl 20. Du hattest so eine Folie mit Mercedes-Kombi. Die bunte Zahl mit der Zahl 20. Mal kurz mal gucken. Mercedes-Kombi, die Folie kenne ich, ja, mit dem SERP. Genau, da war die Frage. Mercedes-Kombi hier. Welches Add-on du dann nutzt. Welches Add-on? Für was genau? Welches Add-on? In der URL der bunte Kreis mit der Zahl 20. Ach, da links. Der bunte Kreis mit der Zahl 20. Ah, gut. Oh Gottchen, das muss ich jetzt selber. Das benutze ich gar nicht. Das habe ich irgendwie. das muss irgendein Browser-Add-on sein. Kann ich auf die Schnelle jetzt? Müsste ich jetzt selber gucken, welches das ist. Am besten mich bei LinkedIn oder so mal anschreiben. Dann kann ich das in Ruhe raussuchen. Genau, dann haben wir jetzt hier direkt noch eine bekommen. Welches Keyword-Planner-Tool nutzt ihr? Ja, den Keyword-Planner halt, ne, von Google. Genau. Search Console kannst du aber genauso benutzen. Also das, was ich vorhin gezeigt habe, kannst du die Search Console genauso benutzen. Search Console ist wahrscheinlich noch ein bisschen ergiebiger. Allerdings bei dieser Sache mit der über die Domain zu gehen, das kannst du nur beim Keyword Planner machen und das kannst du auch nur beim Google Keyword Planner machen. Und das ist ja das Spannende dabei, dass da ist Googles eigenes Tool ist und da irgendeine Relevanzsortierung ja stattfindet, ist es ja umso spannender zu sehen, mit welchen generischen Keywords Google mich irgendwie meine Domain irgendwie verknüpft. Okay, dann wünsche ich euch immer einen schönen Wochenstart und wir sind dann raus an der Stelle. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank.